habe Frau Mittitz schon gesagt, wir machen heute Übungen mit Tannenzapfen. Die haben wir nämlich gefunden auf unserer Schlittenfahrt. Am Stinkesberg. Am Stinkesberg, genau. Ich überreiche mal die Tannenzapfen an Frau Mittitz. Dafür muss ich dann doch mal ein bisschen aufstehen. Ein bisschen aufstehen. Die kommen ja nicht zu mir geflogen. Ne? Wir nehmen die Tannenzapfen in die rechte Hand und bewegen, kreisen mal unser Handgelenk. Wenn das zu schwer ist, können Sie das auch abstützen mit der anderen Hand und mal bewegen. Wir wechseln. Auch da können Sie abstützen. Wir nehmen wieder in die rechte Hand, machen unsere Arme weit, holen mal tief Luft und übergeben Tannenzapfen in die linke Hand. Das ist gut für die Schulter. Immer abwechselnd? Immer abwechselnd. In die rechte und linke Hand. Atmen dabei oder aufhören? Atmen, du hast mich unterbrochen. Brustwirbel öffnen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Mal. Das kann man auch schön auf dem Balkon machen, oder? Ja. Lassen, ne? So wie wir jetzt. So wie wir. Sie dürfen das auch und ohne und jetzt Mütze nehmen wir machen. Das in die rechte Hand und unseren Arm weit nach hinten und nach vorne. Nach rechts. Nach hinten und nach vorne, nur die rechte. Und wechseln, linke Hand. Bitte sind Synchronschwimmer, ich sehe das schon. Kannst du die andere auch mitnehmen. Synchronschwimmen wird bei uns nichts. Jetzt. Und jetzt nehmen wir wieder in die rechte Hand unter unserem rechten Bein, linkes Bein, rechtes Bein. Geht's? Geht noch. Oh, Frau Schilling, die kann das Bein bestimmt hinter den Kopf legen. Ja, aber bei schönem Wetter am Balkon, wie Frau Mittitz schon gesagt hat, kann man das also ohne volle Montur. Sie können uns gerne mal ein Foto schicken, wenn Sie mit Montur das auf dem Balkon nachgemacht haben. Ja, gerne. Ja. Wir nehmen in beiden Händen und versuchen mal unsere Arme zu strecken, ziehen den Bauch ein, atmen, ausatmen, langsam nach unten kommen und den Bauch wieder strecken. Nochmal, nach oben und langsam ausatmen, nach unten. Nochmal. Wenn Sie keinen Tannenzapfen haben, dürfen Sie auch einen Ball oder nur mit Arme und Beine arbeiten. Gleiche Wirkung. Und noch einmal nach oben einatmen, nach unten ausatmen. Ja, wunderbar. Wir nehmen den Tannenzapfen in die rechte Hand und hinter unserem Rücken vor. Das ist schnell. Also weitergeben in die linke Hand dann, hinterm Rücken. Ja, wo willst du da halten? Ja, mit dem Rücken festhalten. Vergessen Sie nicht zu atmen, nur weil Sie auf diese Übung konzentriert sind. Und wenn Sie das nicht schaffen, ganz rumzukommen, dann deuten Sie nur an. Und kommen wieder nach vorne, geben in die linke Hand, wenn es für Sie einfacher ist. Das merkt man schon in den Schultern. Muss ich auch sagen. Ja. Also ich bin ja überrascht. Schulterübung. Und wir nehmen nochmal nach oben und versuchen mal, den Tannenzapf hinter unserem Kopf festzuhalten. Mit dem Kopf? Nein, mit den Händen. Also. Dann strecken und langsam nach unten kommen. Kurz ausruhen, mal den Tannenzapfen weglegen und mal die Arme ausschütteln. Die Schultern mal anheben. Und langsam wieder absenken, nicht plumpsen lassen. Ich habe es wieder gesehen. Du hast ja an der Seite gar keine Augen. Das kannst du ich habe es gesehen, ich spüre das. Ach, das ist gar nicht wahr. Der Windstoß. Das war Wind.
Noch einmal nach oben und ausatmen und langsam nach unten. Wir greifen wieder nach hinten und legen mit der linken Hand ab. Den Tannenzapfen. Und heben den Tannenzapfen mit der linken Hand auf. Rechte Seite ablegen und mit der linken Hand greifen. Nochmal. Rechte Seite und die linke Seite. Ich bin hochkonzentriert. Ja, bitteschön. Und jetzt heben wir mal unseren rechten Arm mit dem Tannenzapfen nach oben und ziehen die Schulter, die linke Schulter nach unten. Komm wieder gerade. Oh, jetzt habe ich nicht gewechselt. Na, machen wir es einfach mal so. Nochmal, jetzt wechseln wir in die linke Hand, ziehen unseren rechten Arm nach unten und wechseln nochmal in die rechte Hand. Wir kreisen, so als wenn wir Schwimmbewegungen machen würden. Doch, synchron. Doch, synchron. Ja. Das führen wir Ihnen später genau vor. Ja, wenn wir das Becken dafür haben. Ja, genau. Und mal die andere Seite nehmen. Zur linken Seite rüber. Und Mitte, links, Mitte, rechts, Mitte und links. Und die Arme nochmal strecken und langsam die Schultern nach oben, die Arme nach oben und langsam wieder nach unten kommen. Wenn Sie heute nicht so gut drauf sind, dann reicht es auch, wenn Sie bis hierhin kommen. Immer jeden Tag ein Stückchen mehr. Nach oben, wie eine Tannenspitze. Und langsam wieder absenken. Und noch einmal einatmen durch die Nase, nach oben ziehen, ausatmen. Wir nehmen nochmal in die rechte, linke Hand und lockern unsere Schulter. Jetzt dürfen wir das ein wenig schneller machen, damit die Schulter so ein bisschen gelockert werden. Wir haben die Schulter gelockert, nochmal unsere Beine nicht vergessen. Findest du das Spaß? Mach keine Faxen. Achso, der Finz. Ich mache nie Faxen. Nein. Bin die Ernsthaftigkeit. Und die Arme absenken. Die Schulter anheben, einatmen. Und fallen lassen, ausatmen. Nochmal. Und aus. Nochmal nach oben und fallen lassen. Wunderbar. Jetzt nehmen wir den Tannenzapfen in beiden Händen und versuchen mal, unsere Hände, Innenflächen zu massieren. Ich glaube, das ist aber angenehm, ne? Ja. Kann man auch mit dem Ball machen, aber das mit dem Tanzzapfen ist schön. Ja, pick in der Massage. Aber pick mehr, ne? Ja, aber es ist ein angenehmes Gefühl, muss ja, ich sagen. Ne? Ja, ist nicht unangenehm. Und mal nach oben und nach unten bis zum Handgelenk und tschüss. Na gut, dass ich keine Handschuhe anhab. Hier. Wie clever. Toll. Dann hättest du das auch nicht so fühlen können. Ja, wir nehmen den Tannenzapfen im zwischen Daumen und Zeigefinger. Sehr schön. Mittelfinger. Ringfinger. Und kleiner Finger. Und wieder zurück. Ringfinger, Mittelfinger, Zeigefinger. Das gleiche machen wir nochmal mit der linken Seite, mit der linken Hand. Daumen, Zeigefinger. Mittelfinger, Ringfinger und der kleine Finger. Ich habe einen Stopper gehabt. Ja. Und wieder zurück. Ringfinger, Mittelfinger und Zeigefinger. In beiden Händen und die Hände auf und zu. Finger spreizen. Ja,
Das war die Übung mit den Tannenzapfen. Ich bitte jetzt meine Kollegin, den Tannenzapfen in die Mitte zu schmeißen. Oh, getroffen. Hey. Hey. Naja. Naja, aber. Oh. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und vielleicht mitmachen an meine Kollegen. Vielen Dank. Ja, und das war unser Türchen Nummer, das wissen wir immer nicht so ganz genau, aber Sie werden ja sehen, wann das heute Morgen war.